Hallöchen, ihr Lieben. Ja, ich filme mal wieder aus meinem Elfenstübchen und ich habe fleißig gebastelt. Dies wird ein Craft-Update und zwar ein Backflip mit jede Menge Frühlingssachen drin. Viel Farbe, viel Getier. Und zwar hat die liebe Sean mich gefragt, ob wir tauschen wollen und hatte mich gefragt, ob ich irgendwie ein Thema hätte. Und da ja der Frühling jetzt bald kommt, hoffe ich doch mal, hier sieht es ziemlich trüst aus, habe ich mir gedacht, Frühling und Farbe würde doch jetzt wunderbar passen. Ich möchte euch gerne zeigen, was ich alles so gebastelt habe, werde das Backflip mit euch füllen und euch ein paar Sachen dazu sagen. Natürlich lade ich das Video erst hoch, wenn sie das Paket auch hat. Heute ist Montag, der 6. Fertig geworden ist das Ganze gestern. Eigentlich haben wir abgemacht Ende Februar, aber ich bin halt von der schnellen Sorte. Ja, dann legen wir mal los, würde ich sagen. Also, erstmal zu meinem Backflip. Ich hatte ja schon mal eins gemacht, was noch hier zu Hause liegt. Und ja, ich habe festgestellt, ohne es vorher zu wissen, dass Sean und ich die gleich machen. Nämlich mit großen Umschlägen, je zwei Stück. Das ist einer und das ist einer. Und dass wir die eigentlich gleich machen, außer dass ich die nicht tacke. Weil ich habe hier ein Fach, da ein Fach. Hier ein großes Fach, das habe ich allerdings diesmal dran geklebt. Und hier ein Fach. Dann habe ich hinten, das ist Papier ist übrigens alles aus einem Block. Beziehungsweise aus noch Origami-Papier, das werdet ihr gleich noch sehen. Hab hier hinten noch eine Tasche reingemacht, dran geklebt. Ja, also fangen wir mal an. Entschuldigung. Zum Thema Frühling. Ich habe einmal diesen Blumentopf hier dekoriert. Hab hinten eine kleine Klammer dran gemacht. Brauche ich nicht zu sagen, ist alles selber koloriert, ausgeschnitten, außer dies hier, das ist gestanzt, aber ansonsten alles ausgeschnitten. Den bastel ich hier ran. So, damit der ein bisschen besser sitzt, habe ich mir gedacht, werde ich hier oben einen Schmetterling dran basteln, eine Büroklammer, damit der auch nicht verrutscht. Und ich brauche hier eine kleine Festigkeit. Da nehmen wir, oh, Verzeihung, noch mal eben eine Klammer. So, ja, und Blumentöpfe müssen gefüllt werden mit Blümchen. Also habe ich Blümchen gebastelt. Fragt mich bitte nicht, wo ich die ganzen Anregungen her habe, weil ich kann euch das grob sagen. Ich habe bei Pinterest, bei YouTube, bei Facebook, allgemein bei Google irgendwie Frühling eingegeben mit Blumen, Schmetterlinge, Tiere, Falten, Origami und so weiter und so fort. Also wirklich von überall und nirgends. Die stecke ich hier mal rein. Ich glaube, man kann erkennen, dass es eine Blume ist, oder? Ja, dann habe ich auf alle Fälle hier diese hier noch gemacht. Da ist der Stiel und die Blätter sind auch selber gemacht. Offiziell ist das nur eine Blüte, aber ich fand das mit zwei Blüten irgendwie schöner. Die habe ich dann aneinander geklebt. Kommt hier auch rein. Setzen wir sie mal hier. Dann machen wir weiter mit diesem wirren Blümchen. Hyazinthe mal anders. Die setze ich hier an der Seite rein. Und dann habe ich noch diese hier gebastelt. Da habe ich hier noch einen kleinen Schmetterling gefaltet. Origami, den habe ich da rangeklebt. Die kommt auch hier rein. So. Und Blümchen müssen gegossen werden.
Also, Gießkanne. Und die habe ich extra ein bisschen schräg gemacht, damit das auch so aussieht, als wenn die Blümchen gerade gegossen werden. So, Dalle, was machen wir denn noch? Dann habe ich hier noch eine Origami-Blüte gefaltet. Auch komplett aus Papier, logischerweise. Habe ich hier noch einen kleinen Pompon dran gesetzt. Normalerweise wird der hier nur so drauf gesteckt, aber das war mir ein bisschen zu unsicher, deswegen habe ich den hier festgeklebt darunter. Ja, die setze ich aber hier rein. So, dann haben wir noch das Windmühlenrad. Ja, ich habe übrigens Löffelstrohhalme benutzt. Die werde ich auch als Goodies mit reinpacken, weil irgendwie finde ich die total klasse. Mit diesem platten Ding hier vorne dran. Ja, mit dem Brett festgemacht. Kommt auch rein. Eine Seite. So, dann haben wir kleine Vögelchen. Beziehungsweise ein Vogel. Der war eigentlich rund. Und dann, das war mir aber zu langweilig. Also habe ich da so Zacken reingeschnibbelt. Dann habe ich hier noch so ein Fackelauge drauf geklebt, hier Schnabel und hier die Federn für das Schwänzchen. Ja, und hier auch eben halt wieder ein bisschen Getüdel dran. Der kommt da auch rein. Ich glaube, den packe ich hier oben später rein. Ja, dann, was haben wir denn noch? Kabel aus dem Weg. Habe ich noch einen Bleistift, da sind so kleine Vögelchen und Blümchen und Herzchen drauf. Den stecken wir hier auch mal mit rein. So, dann ein paar Goodies zeige ich euch. Ich habe unter anderem dieses hier, so eine Holzaufhängung. Fand ich ganz niedlich, weil passte auch zum Thema und die Farben passten wunderbar. Und deswegen musste der mit. Den bastel ich mal hier hinten dran. Gucken, ob ich das jetzt alles so hinkriege, wie ich das gerne hätte. So. Da einmal und da einmal. Passt, wackelt und hat Luft. Dann habe ich ihr, weil sie ja auch gerne... Entschuldigung, dass mein Hund gerade bellt, aber das musste sein. Das Origami-Papier von Aldi besorgt, weil das kriegt sie bei sich nicht und sie macht ja gerne Schleifen. Das packe ich mal hinten mit rein. Dann als Goodie habe ich noch so einen kleinen Hasen mit Blümchen. Den setze ich mal hier mit hin. So. Und damit der ein bisschen fester sitzt. Oder wir versuchen mal, dass er fester sitzt. Bastel ich den mal hier ran. So. Da sitzt der Hase. Dann habe ich noch, was haben wir denn noch? Wo ist denn mein Bunny? Da ist mein Bunny. Ein Origami-Hase. Ist der nicht niedlich? Ich habe ihn noch mit einem kleinen Puschel-Schwänzchen versehen. Den setze ich mal hier hin. Ich will das auch nicht alles festkleben, weil ich mir gedacht habe, erstmal kann sie die Klammern noch weiterhin benutzen. Und wenn sie den irgendwo hinsetzen möchte, kann sie das dann ja gerne tun. Ja. Dann packe ich mal noch ein paar Goodies so rein. Die zeige ich euch jetzt so nicht, weil die könnt ihr dann bei ihr im Video angucken. Das quetschen wir mal hier alles so rein. Das packen wir hier hinten rein. Das sind übrigens diese Löffelstrohhalme. So. Das Ding wird mega fett.
Hier auch noch was. Das packen wir hier hinten noch mit rein. Dann habe ich hier noch ein, zwei Goodies. Die kommen. Ja, wo kommen die denn hin? Die kommen hier hinten zwischen. So, Dalle. Ich glaube, jetzt kann ich den Vogel auch unterbringen. Der kommt hier hin. Ja, sie liebt Erdbeeren. Und hier ist so ein Erdbeerpapier. Und ist so ein Schüttelelement. Und da ist auch Erdbeer. Zwei Erdbeeren und da drinnen sind Früchte und Schmetterlinge und Blümchen. Und ja, und dann habe ich hier eben halt noch einen Schmetterling draufgeklebt und ein bisschen Gebamsel rein. Love this. Von hinten sieht das Ganze so aus. Und der kommt auch mit. Plätzchen stecken wir mal hier rein. Obwohl, nee, das gefällt mir nicht. Der kommt. So, da hinten mit rein. Dann habe ich noch kleine Schleifchen. Müsste noch irgendwo ich haben. Ja. Den bastel ich mal hier oben einfach so mit dran. Dann habe ich ein Goodie. Da habe ich ein paar Charms reingepackt und festgeklebt eben halt. Und ist auch noch ein Schleifchen dran. Den setzen wir mal zum Hasen. Wenn wir das da so alles reinkriegen. Es war da übrigens alles schon drin, aber das ist ja alles gar nicht so einfach, das auch alles wieder so hinzukriegen, wie es sein sollte. Dann habe ich hier noch einen kleinen Schmetterling und diese Magnetlesezeichen. Hier nochmal ein Schmetterling. Der sieht von hinten so aus, denn eigentlich die Schnute kommt da oben so drauf. Den packe ich hier nochmal mit ran, wo ich glaube, das hält nicht wirklich. Dann kommt er hier. Setze ich den hier vorne mit ran. So. Dann habe ich zwei Frühlingsherzen mit Glocke. Die bastel ich hier an der Seite ran. Dann habe ich noch so einen kleinen Doily gemacht mit Schmetterling. Die habe ich nur auf Motivpapier. Gestempelt. Ja. Der kommt hier oben noch oder da. Da kommt der ran. Oder? Egal. So, dann haben wir noch. Haben wir noch ein Doily? Mit dem Vogel und habe ich hier auch noch so ein bisschen gebamselt mit einer Glocke von hinten. So, der kommt. Könnt ihr das also eigentlich mal sehen? Nee, nicht wirklich. Den setze ich hier oben nochmal mit rein. So, weiter geht's. Habe ich hier noch ein kleines Goodie. Das kommt woanders noch mit rein. Das zeige ich euch gleich. Dann habe ich hier noch ein Fimo-Kästchen gebastelt. Da ist noch was Kleines drin. Wirklich ganz mini, mini klein. Und dann der Deckel, der war echt eine Herausforderung. Meine Güte. Aber Spaß muss ja sein. Dann habe ich hier noch einen großen Schmetterling. Auch Origami gefaltet. Der kriegt seinen Platz. Oh wei, oh wei, oh wei. Oh wei. Da fliegt das erste Blümchen. Und das Schmetterlchen hier fliegt auch weg. Dann machen wir das mal anders fest. Kann ich das ja auch so
Und den setze ich hier hinten ran, die beiden. Ist gar nicht so einfach. Ich sag euch das. Nee, das gefällt mir nicht. Der wieder ab. Aber ich habe ja noch ein bisschen was. Dann nehmen wir diese wunderschönen kleinen Klemmerchen und setzen den so hier drauf. Das sieht doch ganz gut aus. Ja, wo machen wir weiter? Das kommt in die andere Packung rein. Der Schmetti kommt hier oben dran. So soll ja von der Seite auch ein bisschen was dran sein. Ah, ihr seht schon. Eieieiei, ganz schön fett geworden, der Vogel. Ja, so, dann habe ich ihr eine Karte gebastelt. Da habe ich auch schon was drinstehen. Bienchen ist ja auch Sommer, ne? Honig. Die Karte packe ich mal hier erstmal hinten mit rein. Dann habe ich noch ein bisschen Schleifenband, so Lütsches. Den schmeißen wir da vorne mit rein. So, verstaut. So, jetzt kommt mein Highlight. Eins von meinen Highlights. Das habe ich gestern Abend gemacht. Ist das nicht cool? Ein Schaf mit Glöckchen. Und ich hoffe, weil unsere Deichschafe hier sind ein bisschen stur, aber es steht. Es steht. Ist das nicht putzig? Falls sich jemand fragt, das sind Wattestäbchen oder Q-Tips, wie man die immer noch nennen möchte. Ja, es steht. Ich finde das so genial, das Vieh. Ich will es eigentlich gar nicht weggeben, aber ich bin ja auch so ein Deichschaf, wie mich jemand nennt. Also kommt Deichschaf hier mit dran und ich setze es hier hin. Das muss in Szene gesetzt werden, passend zum Häschen. So, dann habe ich noch ein paar Elfenfedern eingepackt mit einer kleinen Tinkerbell-Elfe dran. Das ist einfach von diesem so ein kleines Fläschchen und da habe ich Federn reingedrückt. Das können wir übrigens hier noch mit festmachen. So. Den habe ich jetzt noch über. Der kommt auch irgendwo noch mit dran. Irgendwo. Da kommt er einfach ran. Ich schiebe das mal eben ein Stück raus. So, dann habe ich noch ein Goodie-Bag gebastelt. Habe ich eine Origami-Biene gemacht. Ich hoffe, das kann man erkennen. Habe sie hier hinten. Es ist übrigens ein Stück Papier. Ich finde das ja der Wahnsinn, was man so aus Falten, ein Stück Papier und was dabei rauskommt. Es ist echt krass. Ja, da habe ich sie noch ein bisschen angemalt, dass sie wie eine Biene aussieht. Wie eine Kulleraugen dran gesetzt. Und ja, ich habe diesmal keine Umschläge benutzt, sondern ich hatte noch so Karten. Die habe ich einfach an den Seiten festgeklebt mit Washi. Da ja Washi meistens ja irgendwie nicht wirklich hält, habe ich dann noch zusätzlich Kleber benutzt. Ja, hier sind dann noch jede Menge Goodies drin. Aber auch das könnt ihr bei Sean denn im Video betrachten. Den packe ich mal. Wo packen wir den denn mal rein? Wo haben wir denn noch Platz? Hier oben mit rein. So. Dann habe ich hier noch ein bisschen Gebamsel. Das packen wir da auch mit rein. Ja, das ist so. Ich weiß gar nicht, wie ich das verschicken soll. Da kommt da nie ein Leben heiler an. Aber ich werde mir Mühe geben. So, jetzt haben wir noch.
habe ich noch 4 Sachen. Und zwar habe ich 3 Card Candies gebastelt und gewerkelt. Und ich habe noch was genäht, beziehungsweise reinweg mit meiner Stickmaschine gemacht. Das Einzige, was dran genäht ist, ist unten die Wendeöffnung. Ich stelle den mal hier so hin, falls er da stehen bleibt. Dann ist das dieses gute Stück. Da steht Basteln ist wie Zauber können. Hier unten habe ich ihren Namen drauf gesteckt. Ja, und wir brauchen manchmal Nadel und Faden, Blümchen. Ich nehme das jetzt mal nicht als Stoff, sondern als Papier. Das ist eine Klebetube, das sieht man jetzt hier nicht so, weil das eben halt sehr dunkler Stoff ist und mit Schwarz drauf gestickt. Eine Schere, ja, habe ich hier noch so ein bisschen Gebamsel dran gemacht. Meine Elfe als Markenzeichen und habe da noch ein paar Sachen reingemacht. Da kommt, weil sie ja wie gesagt Katzen gerne mag, das Washi-Tape noch mit rein. Da sind schon ein paar andere Sachen drin. Ja, so, jetzt geht's los. Meine Card Candies. Bin ich stolz wie Oscar? Bin ich. Ich hatte mir ja die neuen Stempel gekauft und ich wusste, die passen hundertprozentig hier rein. Ja, ihr könnt das alles sehen, was drauf steht. Hier steht drauf, du bist süßer als Honig und hier Liebe liegt in der Luft. Ne, könnt ihr erkennen, brauche ich glaube ich nicht auspacken. Dann habe ich noch dieses Card Candy gebastelt. Da habe ich hier oben jetzt gar nichts gemacht. Ich habe Brads, so Schmetterlinge Brads. Damit mache ich das immer fest. Ich tacker das nicht fest, weil so kann man das noch benutzen. Seht ihr hier, Brads. Ja, und hier habe ich so Ente gestempelt und ein paar Pailletten draufgeklebt. Hier habe ich noch Pusteblumen und dann eben passend farbiges Papier immer dahinter und ein bisschen Schleifenband. Hier ist eben Apfel mit Regenwürmern, wollte ich gerade sagen. Apfelfressende Würmer halt. So, hier eine Maus. Die kommen ja alle so zum Frühling wieder raus. Maulwurf, ein Schmetterling und eine Schnecke. Ja, und mein letztes ist dieses. Und da bin ich so stolz drauf. Andere denken jetzt wahrscheinlich, die tickt nicht sauber, aber ich habe mir eine Geschichte ausgedacht. Ja, ich erzähle sie euch mal eben kurz. Ja, also hier ist der Ast mit dem Vogelhäuschen und ihr seht hier oben, ich mache euch mal eben ein bisschen scharf. So, Tweet und Piep und da sind die beiden Vögelchen drin. Wie soll ich sagen? Sie zwitschern da ein wenig drin, ja, und da fliegen die Federn aus dem Häuschen und ach holla. Ja, hier ist denn nochmal gezeigt, dass die da drinne Liebe, Liebe, Love, Love. Ja, nachdem sie dann irgendwann fertig waren, haben sie ein Nest gebaut und Mutti hat Eierchen da reingelegt und Papi freut sich auch. Übrigens sieht Papi irgendwie aus wie ein Pinguin, finde ich. Aber das ist ja egal, ne? Eunides Love. Und hier steht auch nochmal, Liebe liegt in der Luft. Ich habe die Blätter, alle Blätter, die hier irgendwie drauf sind und die Federn mit Glossy Echsen. Ihr wisst, was ich meine. Noch ein bisschen drauf gepinselt, damit das so noch so einen kleinen Effekt hat. Und auf der Rückseite, naja, gut, ne? Ja, hier, Mutti guckt das Ei an auf dem Nest und sagt, du schaffst das. Und ist das Ei oder das Küken geschlüpft. Das Ei liegt hier unten und Küken sagt hier, don't worry, be happy. Und hier sitzt denn das Vögelchen glücklich und zufrieden oben auf dem Ast und guckt seine Brutstätte in Anführungsstrichen nochmal an. Ja, das ist die Geschichte dazu. Ich bin verrückt und ich stehe dazu. Ach, ich habe noch was vergessen. Hier ist auch noch ein Goodie.
kommt da auch noch mit rein. Ja, so, dann stelle ich euch nochmal in diese Richtung scharf. Wunderbar. Und die Card Candies wollte ich eigentlich hier hinten reinpacken. Alles richtig umpacken hier. Ein dicke Ding. Die habe ich nämlich, die Tasche habe ich extra dafür ausgemessen, damit das auch passt. So. Wunderbar. Von hinten, von der Seite, das sind bestimmt 20 cm. Also dicke Backe voll. Das kommt da noch mit rein. Das Kästchen kommt, glaube ich, extra. Jetzt ist das scharf abgefallen. Ob ich das hier noch irgendwie fester mache, ich weiß es auch nicht. So, nochmal hinsetzen. Ja, ich kriege es nicht ganz drauf. Also, ihr seht es, es ist wirklich dicke, fette, voll. Ich hoffe, Shan freut sich. Und ich bin gespannt, wann wir das Ganze jetzt losschicken. Ich schätze mal Ende der Woche, Mitte, Ende der Woche. Ich fahre gleich nochmal los und ich finde bestimmt noch was, was ich da reinpacken kann, weil ich kann ja auch mal nicht aufhören. Und dann bin ich auf ihre Reaktion gespannt. Ich bin auf meine Reaktion, was ihr Backflip angeht, gespannt. Und ich werde euch informieren und werde ein Video davon machen. Ja, Kästchen kommt auch noch dazu. Stelle mich hier unten hin. Ich gehe dann gleich erstmal los und kaufe einen Karton, wo das reinpassen könnte. Und verabschiede mich für heute. Tschüss!